Ja, und jetzt? Eigentlich möchte ich noch nicht, dass das Rodeo zu Ende ist. Ich glaube, ich schaue mich noch mal ganz kurz etwas um. So, das war's jetzt aber wirklich von der Expo Rodeo Neuland 2013. Wir von Info Neuland TV sagen Dankeschön fürs Zuschauen und wir hoffen, Sie hatten viel Spaß auf der Expo 2013. Wir sagen bis zum nächsten Jahr, auf Wiedersehen. Herzlich willkommen auf der Expo Rodeo Neuland. Letztes Jahr haben wir uns schweren Herzens von euch verabschiedet. Deswegen sage ich willkommen zurück und schön, dass ihr uns wieder begleitet. Dieses Jahr ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir feiern das 20-jährige Jubiläum des Rodeo Neuland. Und was euch alles auf diesem Rodeo erwartet, das haben wir hier in einem kleinen Überblick für euch zusammengestellt. Außer der Ankunft der Ausstellungstiere stand am heutigen Dienstag nicht viel auf dem Programm. Natürlich wird aber noch kräftig an den Ständen gefeilt und geschraubt, damit alles für Freitag fertig wird. Mittwoch und Donnerstag werden die ausgestellten Tiere begutachtet und bewertet. Die besten Exemplare und deren Besitzer bekommen eine Auszeichnung, die bei der Feier am Donnerstagabend überreicht wird. Am Mittwochabend findet auch schon die erste von zwei Zuchtviehversteigerungen statt, die ihr übrigens live auf Radio Neuland 91.9 FM mitverfolgen könnt. Am Freitag gehen dann die Türen der Expo für die Besucher auf. Der Kinderspielplatz wird eröffnet, ebenso wie auch die Ausstellung des Industrie- und Handelssektors. Und wer sich für die kleinen Tiere interessiert, kann ab Freitag die Kleintierausstellung besuchen. Ab 14 Uhr werden einige Firmen aus dem Maschinensektor ihre Produkte vorführen. Am Abend gibt es die zweite große Versteigerung. Doch vorher, um 18.30 Uhr, wird es eine Dressurshow geben, woran sich einige Reiter des Damen- und Herrenreiterclubs beteiligen. Bei dieser Show geht es darum, sein Pferd völlig unter Kontrolle zu haben, während man einen Parcours abarbeitet. Am Samstag um 9.30 Uhr wird die Expo dann offiziell eröffnet. Dazu erwartet man hohen Besuch, unter anderem auch den Staatspräsidenten Horacio Cartes. Dazu wurde eine ganz besondere Veranstaltung vorbereitet. Ein kleiner Tipp am Rande, wer vor 9 Uhr zum Rodeo kommt, erhält einen Gutschein für ein gratis Mittagessen am Samstag. Wenn das mal kein Angebot ist. Ab 13 Uhr sehen wir die offizielle Präsentation unseres Damen- und Herrenreiterclubs, die auch anschließend unterhaltsamen Rodeo-Sport bieten werden. Der Abend schließt mit einer exklusiven Show der Gruppe Los Orego, die uns mit paraguayischer, brasilianischer und mexikanischer Volksmusik verwöhnen wird. Das spektakuläre Feuerwerk zum Abschluss, das von Ceramica und Comercial Siemens gesponsert wird, darf natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Der Sonntag beginnt mit viel Action. Freestyle Rider aus Ostparaguay und dem Chaco führen uns um 10 Uhr vormittags ihre Sprungkünste vor. Das gibt garantiert ein großartiges Spektakel. Und was wäre das Rodeo ohne die traditionellen Rodeo-Wettkämpfe am Sonntagnachmittag? Die Jungs des Reiterclubs von Trebol und Yaragüi messen sich mit unseren Jungs in verschiedenen Disziplinen des Rodeosports. Wie ihr gesehen habt, ist also einiges los auf der diesjährigen Expo Rodeo Neuland. Ich stehe hier übrigens auf dem sogenannten kleinen, dem alten Palco. Im Hintergrund sehen wir den neuen Palco, der erst einige Jahre alt ist und auf dem die meisten Veranstaltungen ablaufen. Dort erwarten wir übrigens auch am Samstag zur offiziellen Eröffnung unseren Landespräsidenten Horacio Cartes. Aber das ist nur einer von vielen Gründen, die Expo Rodeo Neuland zu besuchen. Denn seit jeher macht man sich hier die Mühe, aus diesem Rodeo ein Fest für die ganze Familie zu machen. Kommt also vorbei und besucht uns hier auf dem Rodeo Neuland.